Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu Super Mario nicht 64, sondern zu New Super Mario 64. Hallo? sondern zu New Super Mario Brothers Wii. So heißt das Spiel. Tja, und wir sitzen jetzt bei Bowser. Und der erwartet uns schon sehnsüchtig. Glaube ich. Ich meine, wir haben ganz schön lange gebraucht bis hierhin. Es wird langsam Zeit, dass wir einen Besuch abstatten. Sind die blauen Münzen? Kann man die blauen Münzen denn sehen? Ich hoffe ja. Nein, die blauen Münzen kann man nicht sehen. Das ist auch super praktisch. Die glänzen auch nur ab und zu mal, aber ich weiß genau, dass hier ein Leben ist, das durch die blauen Münzen eigentlich angezeigt wird, wo das ist. Scheiße, das ist natürlich ärgerlich. Die blauen Münzen kann man auch nicht sehen. Das ist nicht so gut. Das ist ehrlich nicht so gut. Das ist echt schade. Die blauen Münzen bringen auch viele Münzen. Das geht auch schneller, Leute. Das geht auch schneller. Meine Geschwindigkeit hängt von eurem Fallen ab, ey. Und wir fallen immer weiter, immer weiter, immer weiter. Knochen trocken an die Wand geschmettert. Und weiter fallen. Und den Sprung springen, damit wir nicht in Lava fallen. Und rechts sollte eine Sternmünze auftauchen. Und da ist sie auch. Einfach alles aktivieren. Was soll's? Ich meine ja nur. Gibt ja nichts Besonderes. Und rein da. Das war auch gar kein Problem. Und hier ist der Mittelpunkt. Das heißt, das ist schon mal sicher. Und hier ist eine geheime Kiste. Und da ist eine geheime Kiste mit Inhalt. Und wir nehmen uns das auch. Nur damit ihr es wisst. Falls ihr das Spiel mal spielt, könnt ihr damit angeben. Oh, ich weiß, wo zwei geheime Kisten hier sind. Oh, cool. Oh, verdammt. Renne ich voll gegen diese Wand, ha? Schon wieder Zeit vertrödelt. Es geht einfach viel schneller, als ich es eigentlich mache hier. Uhu, zwei Dreiersprung ausgeführt. Jetzt kommt Bowser! Komm schon, komm schon, komm schon, stirb, 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 stirb. Komm schon. So. Das ist eine Möglichkeit, Bowser auszuschalten, und zwar einfach mit Feuer. Feuerwellen. Die zweite wäre, die Brücke einfach aufzulösen, während er hochspringt. Ich habe hier beides ungefähr gemacht. Nur, dass man Feuerwellen halt mehr. Und da ist ja Peach. Nicht. Es ist halt Kamek. Ach, er wollte sich halt auch mal wieder Prinzessin fühlen. Wollen nicht alle Jungs mal sowas machen? Nein, natürlich nicht, aber Kamek will das. Tja, und jetzt fühlt sich Kamek missbraucht. Gut gemacht, Bowser. Sollst du seine Mitarbeiter auch gut behandeln? Ah! Bowser, hättest du Peach einfach in Ruhe gelassen, wäre das nie dazu gekommen. Oh oh. Mir wurde der Boden weggenommen. Das ist mir noch nie passiert. Ich weiß ehrlich nicht mehr, wohin. Ja, Scheiße, ne? Das ist mir noch nie passiert, dass der Boden einfach weg war. Ich wusste nicht, wohin. Aber natürlich dieser scheiß Vorführeffekt muss mir natürlich alles versauen. Oh, der ist doch nicht so schwer, meine Fresse. Jetzt habe ich auch nur so ein großes Ding. Also könnt ihr auch die zweite. Ach, natürlich, ich bin ja gestorben, weil ich die zweite Methode zeigen wollte. Genau. Das wollte ich machen. Ich wollte ja möglichst viel vom Spiel zeigen. Das war's. Hm. Genau so ist das. Ja, komm, brüll mal los. Brüll los, komm. Komm, ja, komm. Super gemacht. Ihr springt hoch. Schade, noch nicht. Ihr springt auch hoch, okay? Ja, danke. Und das ist die zweite Methode.
Und wie ihr seht, ist das ist der Käfig auch nicht mehr zu sehen. Das heißt, das wurde einfach ausgelassen, weil wir diese Szene ja schon gesehen haben. Wurde es einfach ausgelassen und Kamek zaubert sofort. So, geometrische Figuren wie Dreiecke und Kreise und Vierecke. Mache ich auch zu Hause immer. Macht Spaß. So ist ja zu zaubern. Ich meine, würde Harry Potter um sowas gehen, wäre es gleich viel spannender. Und lehrreicher. Das ist zu hoch. Du musst auf diese Höhe. Genau, genau, genau hier musst du machen. Genau da. Ja, ja, ja. Perfekt. Ohne mir gleich den Boden wegzunehmen, ey. Eigentlich müsste ich es noch da oben. Einfach der Leichtigkeit halber und weil da noch ein Leben ist. Aber egal. Ich schaffe das auch so. Glaube ich. Ne, da oben ist Leben. So war das, genau. Und jetzt wäre es ganz nett, wenn ich die Kiste hier bekommen würde. Es hat alles vibriert. Ich war ein bisschen verwirrt. Oh, verdammt, warum tue ich es mir so schwer mit Bowser? Warum tue ich es mir so schwer mit Bowser, jetzt ehrlich? Der ist einfach wie sonst was. Oh, ich muss wieder schwer. 51 Leben nur noch. Peinlich, peinlich, ey. Peinlich, peinlich. Fetus, Fetus. Das war knapp. Juhu, der Dreiersprung muss sein. Mindestens einer. Lass mich in Ruhe, brüll, 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 brüll. Wieso konnte ich einfach drüber springen? So, wie? Spring. Spring. Hallo? Okay, spring nicht. Spring. Komm, spring. Ah, verdammt, das ist zu niedrig, Mann. Spring höher. Spring. Genauso. Genauso, mein Junge. Genauso. Okay, 4000 Punkte. Jetzt kannst du aber auch ein bisschen schneller machen. Ja, werd einfach groß. Ohne Zauberei oder so. Werd einfach groß. Kamek nicht helfen. Oh, Kamek. Spiel verderber. Selbst schuld. So, und spring. Und spring. Und spring. Und spring. Und das ist perfekt für mich. So kann ich gleich nochmal einen weitergehen. Und wir sind wieder auf 52 Leben. Komm, genau in die Mitte. Oh. Sehr schön. Und wir haben die dritte Stelle mit zwei wiedergeholt. Kriegen wieder Applaus dafür. Sind wir bei 53 Leben und dieser verkacke ich das ja weh. Nicht okay. Danke. Oh, und jetzt durchspenden und die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Schon aufregend. Bowser einfach nicht beachten. Noch die Lavawellen. Ach, auf die Lavawellen sollte ich doch schon ein bisschen mehr achten. Die Wellen können nämlich einen schon umbringen. Und ich hoffe was. Pom, pom. Die Musik ist auch hier. Pom, pom, pom. Boah. Und Peach, hallo, meine Geliebten. Ja, Bowser. Warum baust du auch solche Knöpfe ein? Solche Knöpfe einzubauen ist vollkommen hirnrissig. Mhm. Da guckst du. Tja. Leg dich mit Mario an.
Prinzessin Peach ist gerettet. Hurra! Wir haben lang genug gefangen. Oh. Wer ist das denn? Luigi, Todd und Todd. Wieso mussten die auch unbedingt zwei Todds machen, Alter? Es gibt auch andere Mario-Charaktere, die es benutzen hätten können. Ich bin Mario Kart ja Tausende, wieso nicht welche von da? Oh, Luigi. Tja, so ist es halt. Ich bin dein bester Freund bzw. Bruder. Oh, Mario, habe ich dir jemals von dir der geheimen Welt erzählt? Ich weiß nicht, ich höre dir nämlich nie zu. Tja, wenigstens ist er ehrlich, ne? Ah, so. Producers Takeshi Tezuka und Hiroki Kumiro. Und der Direktor Shigeyuku Azuka. Okay, mal gucken, wie viele Münzen ich hier eingesammelt kriege. Wo ist Shigeru Miyamoto? Shigeru Miyamoto fehlt mir. Wieso soll ich ganz normal fahren? Ich beschwere mich mit Nintendo. Shigeru Miyamoto ist sowieso der einzige Name, den ich kenne. Der rechte ist Hato, Fuji, Katsu, blablabla, Eiji Muwako. Außerdem mache ich all diese Namen sofort Schrott. Weil ich die Münzen brauche. Das ist schon wieder so ein Credit-Abbau-Viech, wo man sie einfach eingebaut haben, damit sie einfach bei den Credits dabei bleibt und nicht gleich abhaut und wartet, bis die Credits zu Ende sind. Eigentlich ist es auch so ein kleines Battle gegeneinander, aber ich bin ja allein, ohne Freunde. Ein Let's Play Together könnte bestimmt nicht geschadet werden. Ich weiß nicht, wie ich auch von meinen Freunden das mitmachen würde. Außerdem hätte ich auch nicht die Möglichkeit dazu, beide Stimmen aufzunehmen. Glaube ich. Und die Qualität wäre einfach mega schlecht. Alter. Hallo? Bleib auf stehen. Nein, mach weiter, Mann. Mach einfach weiter, Digga. War Shigeru Miyamoto schon da? Ich glaub nicht. Komm schon, Shigeru. Shigeru. Wo bist denn du? Lella Faugen. Alter Schwede, alter Schwede. Wo ist der Kerl? Komm bitte. Yoshikatsu. Yoshikatsu. Genau, Yoshikatsu. Yaka Kato Tohata Watanabe Kaizu Kato Kakuya Suda. Münzen habe ich gesammelt. Translation und Transkription. Alles erinnert mich an Bio. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. The Book. Takama. Mario Club Co. LTD. Shigeru, bist du hier dabei? Der kommt ganz am Ende. Ah, da ist der General Producer. Shigeru Miyamoto. Hier ist das Ende. Bada, bada. Schnell auf meinen Platz. Okay. Das ist definitiv mein Platz. Das Ende mit 209 Münzen.
ganze Schloss auf Bowser gefallen. Aber er kehrt natürlich wieder zurück. Und hier sehen wir die heilige Welt 9, von der Peach gesprochen hat. Das Spiel wurde gespeichert. Der Titelbildschirm wird nun aufgerufen. Von nun an kannst du deinen Fortschritt jederzeit im Kartenmenü speichern. Danke. Genau das wollte ich eigentlich erstmal erreichen. Und wie ihr seht, haben wir bislang einen Stern erreicht. Und 53 Leben. Ja, das ist die andere Datei. Die ist unwichtig. Einen Stern haben wir erreicht. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal kümmern wir uns dann ums 100%ige. Zwar nicht in einem Part, aber halt aufgeteilt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mario verabschiedet sich, ich ebenfalls. Bis demnächst und tschüss.